Ich möchte euch beibringen, wie man aus einem Tarp und zwei Trekkingstöcken ein L-Frame zusammenbaut. Das ist eine Tarp-Aufbau-Variante. Als ersten Schritt schmeißt man den Tarp hin. Als zweiten Schritt zieht man bzw. fährt man diese ganzen Trekkingstöcke hier komplett aus, weil das ist geil. Als nächsten Schritt breitet man diese zwei Ecken aus. Genau ungefähr so, dass diese Ecke und diese Ecke auseinandergebreitet sind. Und guck mal, hier vorne hat ein Hühnerkopf drauf geschissen. Genauso wie hier auch. Und hier auch. Auch hier und hier, das ist alles voll geschissen, dieser Tarp. Das ist hier alles voll. Das ist richtig scheiße, was sie hier verursacht haben. Aber genau, jetzt geht das weiter. Man nimmt diesen Trekkingstock und dann macht man erstmal, spannt man diese Ecke hier auf. Das ist mir gerade aus den Händen geflutscht. Genau, dass die jetzt erstmal hier aufgespannt sind. Das machen wir mit der anderen Ecke auch. So sieht das jetzt gerade aus. Und man macht, hier ist überall Wind, das ist runtergefallen. Ich muss das wieder aufmachen. So sieht das jetzt provisorisch aus. Und man nimmt jetzt diesen Paracord und spannt den jetzt auseinander. Jawohl. Jetzt Abspannstart kommt. Mit so einem versüfften Hering. Ja, genau. So, dass es genau so aussieht. Und das machen wir mit der anderen verschmandigten Seite auch. Mit der anderen vollgeschissenen Seite. Jawohl. Jetzt noch den schmierigen Hering ran. Jawohl, ich habe diesen Hering im Boden reingesteckt. Und jetzt sieht das so aus. So, jetzt nimmt man diese Abspannschlaufe. Das ist genau die Mitte vom Tarp. Und den spannt man direkt hier drunter. Und genau das machen wir mit der anderen Seite auch. Jawohl, jetzt sieht das so aus. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Man muss auch diese beiden Trekkingstöcke, also dieser hier und dieser hier, nach dieser Seite hinspannen. Der L-Frame ist fertig mit Trekkingstöcken. Link zu den Trekkingstöcken unten in der Beschreibung. Und genau, so kann man hier drunter pennen. Und man hat sogar auf einen Boden. Das ist voll cool. L-Frame ist voll cool, ich mag das. Hier kann man drunter pennen. L-Frame ist zu empfehlen, aber nicht, wenn Sturm oder Wind kommt oder sowas. Dann ist das scheiße. Aber ansonsten, ja, hier ist so eine Scheißmücke. Aber ansonsten, wenn kein Wind und Sturm da ist, dann ist L-Frame voll cool. Weil das hat Boden und sowas. Das ist richtig geil. Ich bin ein Spachtelgesicht. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Lieblings-Tarp-Aufbau-Variante mit einem einzelnen Trekkingstock gemacht habe. Das könnt ihr euch alle geben. Das ist lehrreich. Ja.